Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Pentiment. Ich würde jetzt ganz gern das Spiel abschließen und bin sehr gespannt, wie die Auflösung der Geschichte inszeniert wird. Wir sind an Heiligabend. Magdalene ist noch mit dem Mantel beschäftigt und wir tragen jetzt Informationen über die Verwolten zusammen und Hintergrundwissen, um schlussendlich das Wandbild im Rathaus fertigzustellen. Bin sehr gespannt, auf welche Geschichten sie da stößt und richte mich jetzt auf sehr viele Gespräche bei Weihnachtsbasteleien ein, so wie es aussieht. Und genau, gehe ins Spiel, bin mit Magdalene gerade vorm Rathaus. Und hatte ja gesagt, ich laufe jetzt so eine kleine Route ab. Das heißt, wir gehen von Clara. Moment, das können wir auf den Kopf besser sehen. Ich gehe jetzt erst zu Agnes, dann zu Clara und dann ins Gasthaus. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Agnes Steinauerin und mal sehen, was sie zu berichten hat. Ach. Raus bitte. Dann rede ich gleich mit Agnes. Magdalene Druckerin. Ich habe nicht erwartet, euch heute zu sehen. Wie geht es eurem Vater? Was sie hilft uns haben? Mit Medikamenten? Ehrlich gesagt, es geht ihm nicht gut. Er... Oh nein, das tut mir wirklich leid. Er wird heute Abend in unserem Gebeten sein. Und in unserem. Nun denn, können wir euch irgendwie helfen, meine Liebe? Ich möchte euch um einen kleinen Gefallen bitten. Oh, nur zu, raus damit. Wenn es nicht zu viel Mühe macht, hätte ich gerne, dass ihr alle erzählt, woran ihr euch in der Revolte erinnert. Ich bin fast fertig mit meinem Wandbild, aber ich brauche mehr Einzelheiten. Ich war so jung, dass ich mich an kaum etwas aus dieser Nacht erinnere. Oh, für eure Arbeit im Rathaus. Ich fürchte, dazu werde ich nicht viel Gutes zu sagen haben, aber sei es drum. Setz dich mal, Kollege. Wir müssen nicht bei den Grenzen helfen. Ich habe Jahre gebraucht, um es so zu machen, wie meine Mutter es will. Also hilft besser nicht. Ha, du hast es immer gut gekonnt, Kapitän. Also Magdalene, was müsst ihr wissen, um das Wandbild fertigzustellen? Ich hatte gehofft, euch mehr zur Revolte befragen zu können. Alles, woran ich mich erinnern kann, waren die Flammen, als die Abtei brannte. Welcher Teil der Revolte, wie der Abt uns zu Hause ausgehungert hat? Ottos Ermordung? Ich bezweifle, dass das ein gutes Gemälde wäre. Es scheint, als hätte der Abt in Kirsau kein sehr gutes Verhältnis zu Tassel gehabt. Alle außer diesem verdammten Müller hassten ihn, aus gutem Grund. Er interessierte sich immer nur dafür, wie viele Pfennige er uns abpassen konnte. Er wird auch nicht vergessen, die Enten einzudrehen. Er soll ja nicht aussehen wie ein Weihnachtsigel. Gleich mal, ich habe mich auch um Martin und Kraft gekümmert, oder? Ich schaffe das schon. Nun, seit dein Vater tot ist, habe ich außer dir und deinem Ehemann niemanden mehr, an dem ich herumnörgeln kann. Gott sei Dank habe ich euch beide. Lasst eine alte Frau ihre Last. Das Gärtnerhaus war ein wenig traurig. Jörg wird in dieser Zeit des Jahres immer recht still. Weswegen denn? Ich vermute, weil die Familie nach Peters Tod stark unter Druck stand. Tassing hat im Laufe der Jahre viele Menschen verloren und an Feiertagen und bei Festen ist es besonders schwer zu ertragen. Ihr meint die Revolte nicht, oder? Die Revolte, die Morde, dieser Narr Andreas musste sich in alles einmischen. Viel Gutes war nicht dabei, wenn ihr mich fragt. Andreas Maler, der Künstler, ich dachte, der Vater war ein Freund meines Vaters. Das war er und ich kann eurem Vater das nicht vorwerfen. Meister Maler war ein interessanter Mann. Er hatte sich bereits nach der Ermordung des Barons so stark in Tassel eingemischt,
dass er mehr Einfluss hatte, als er ahnte. Beim ersten Mal konnte ich es verstehen, er wollte diesen alten Mönch retten. Ich vermute, er sah in ihm eine Vaterfigur. Und es wurde bewiesen, dass der Prior ein Hexer war. Also muss ich wohl zugeben, dass er damals etwas Gutes für Tassel getan hat. Reuslauf dürfte der einzige Mensch in Tassel sein, der sich überhaupt noch an den alten Prior erinnert. Da fing meiner Meinung nach der Ärger an. Die Stadtbewohner sahen, wie ein Mönch getötet wurde und der Abt war erbost. Dann kam die Revolte und Andreas Mahler erschien zufällig fast am Tag von Ottos Ermordung. Papa sagt immer, dass die Stadtbewohner nicht so lange zu den Bauern gehalten haben. Ja, nee. Ich habe immer gehört, dass diese Nacht ein Gemetzel war. Warum hat niemand die Bauern aufgehalten? Es war ein Aufstand und sie brannten die Abtei nieder. Was hätte irgendjemand unternehmen können? Schlimm, dass es überhaupt passieren musste. Ich wusste von Anfang an, dass die Revolte eine schlechte Idee war. Nur der alte Wojslaw kann wissen, was in der alten Kirche passiert ist. Direkt vor dem Feuer. Einige behaupten, dass alles schon immer so schlimm und Gewalt die einzige Lösung war, aber das stimmt nicht. Das Leben wurde im Laufe der Jahre schlechter. In meiner Kindheit war es noch anders, unsere Zeit meiner Großeltern auch. Sicher, der Abt piesackte die Stadtbewohner und die Bewohner litten, aber gegen die Kirche aufbegehren? Aber wie er schon sagte, die Dinge waren nicht immer so schlimm. Wir haben dafür gekämpft, dass es besser wird. Es sieht nicht so aus, als wären die Dinge viel besser geworden. Sind sie auch nicht. Die Erzherzöge setzten einen neuen Herrn ein und er teilte uns umgehend mit, dass er keinen zweiten Aufstand dulden würde. Dieser Soldat hat Peter sogar gewarnt, aber außer einer Stahlklinge konnte ihn nichts mehr aufhalten. Also ist nichts besser geworden, gar nichts. Nein, meiner Ansicht nach nicht. Der Herr ist genauso streng wie der Abt und droht ständig mit Gewalt. So ist das Leben. Ihr könnt kämpfen und sterben, um etwas zu erreichen, und trotzdem ändert sich nichts. Die Toten haben es besser. Sie starben in dem Glauben, etwas verändert zu haben. Wir hingegen stecken in der harten Wirklichkeit fest. Ihr kennt es nicht anders, Magdalene. Ihr habt euch daran gewöhnt, so wie wir alle. Danke, dass ihr eure Geschichte mit mir geteilt habt. Es ist wichtig, unser Leid mit den jüngeren Generationen zu teilen. Vielleicht können sie etwas verändern. Viel Glück mit dem Wandbild, Magdalene. Viel Glück, Magdalene. So. Schön, das passt ja, das ist groß. So, da sind wir fertig. Da können wir gehen. Das war also Agnes Steinhauer. Verbittert. Das trifft ganz gut. Reuslauf ist jetzt natürlich auch nicht da, den hätten wir jetzt fragen können, ne? So, was sagt denn Clara, die Frau von Peter? Ach, Gret, guck an. Hallo Magdalene, ich dachte, ihr arbeitet heute an dem Wandbild. Was führt euch hierher? Ich würde euch gerne nach euren Erinnerungen an die Revolte fragen, damit ich sie malen kann, falls das in Ordnung ist. Ah, das war eine traurige Zeit. Falls es euch hilft, derer zu gedenken, die wir bei der Revolte verloren haben, werde ich euch einige Fragen beantworten. Ich habe nichts dagegen. Ich war etwas älter als ihr, also erinnere mich wahrscheinlich an mehr, Magdalena. Natürlich, Magdalene, wir sagen euch alles, was ihr wissen wollt. Ich freue mich schon seit Monaten auf das Wandbild. Kommt, setzt euch zu uns. Ja, sie macht mit. So, wir sind bereit. Was wollt ihr wissen? Hatte die Revolte etwas mit dem anderen Mord in Tassing zu tun? Oh, ihr meint den Mord am Baron? Nein, nicht wirklich. Ich weiß nur noch, dass Andreas in beiden Situationen versucht hat, den Frieden zu wahren. Ich nehme an, das war der Zeitpunkt, ab dem die Dinge zunehmend schlechter liefen. Je nachdem Prior Ferenc als Hexer entlarvt war, verlor die Abtei ein gehöriges Maß an Vertrauen im Volk. Im Anschluss wurde der Abt strenger. Es gefiel ihm nicht, dass der Tod des Priors seine Kontrolle über Tassing erschütterte. Ich denke immer noch, dass der alte Prior die Stadt verflucht hat. Seitdem werden die Ernten schlechter. Davon weiß ich nichts, aber seine Steuern und Verbote, seine ganze Haltung uns gegenüber wurden danach härter. Wir mussten versuchen, uns daran zu halten, aber schließlich wurde es zu viel.
War die Revolte trotz aller Einschränkungen wirklich gerechtfertigt? Ich höre immer wieder widersprüchliche Geschichten darüber, wie alles begann. Sind wir schlecht gegen gearbeitet? Agnes hat Andreas beschuldigt, die Revolte angezettelt zu haben. Stimmt das wirklich? Andreas wollte immer nur Frieden, soweit ich mich erinnere. Er nahm es auf, sich für Gerechtigkeit in Tassing zu sorgen, obwohl es nicht seine Heimat war. Stimmt, es ist ihm zu verdanken, dass wir so lange Frieden hatten. Wir haben getan, was wir konnten, um Gewalt zu verhindern, aber der Herr hatte andere Pläne. Ich erinnere mich, wie krank und hungrig ich die ganze Zeit war. Opa hat ständig gesagt, das sei nicht immer so gewesen. Alles war in Ordnung, bis einer der Brüder Otto aus Vergeltung tötete, nachdem er herausgefunden hatte, wie korrupt die Abtei wirklich war. Nun, mein Mann konnte das nicht auf sich beruhen lassen, wir alle wollten Gerechtigkeit. Als dieser Soldat ankam und uns bedrohte, zogen sich alle Stadtbewohner zurück, außer ihr und Ulrich, Gret. Nein, Clara, leider war sogar ich eingeschüchtert und habe Ulrich gebeten, die Sache nicht zu verfolgen. Nur mein Mann hielt zu den Bauern. Papa sagt immer, dass er diese Entscheidung sehr bereut. Deshalb wollte er auch das Wandbild malen. Euer Vater ist in der Hinsicht einzigartig. Die meisten anderen Stadtbewohner sehen das Scheitern der Revolte als Beweis dafür, dass sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Wahrlich, wenn sich die ganze Stadt zusammengeschlossen hätte, wären wir wahrscheinlich sogar ohne Gewalt erfolgreich gewesen. Zu dem Zeitpunkt waren wir ausgehungert und wollten unbedingt Gerechtigkeit, sodass Peter wirklich dachte, wir könnten Erfolg haben. Es gab auch einige Bedenken. Ulrich und Andreas wollten Frieden. Dann beschützte dieser verdammte Müller diesen Mistkerl mit Tonsur. Er hatte uns immer gehasst und sich für etwas Besseres gehalten. Ursula, Wortwahl. Was denn, Mama? Es stimmt. Lennart hat Ulrich sogar erschossen. Einfach so. Ohne vorherige Provokation? Ja. Lennart hat die übrigen Stadtbewohner immer gehasst und sie ausgenutzt, wo er konnte. Mein Mann wollte Frieden bis zuletzt. Er war für uns ein Märtyrer. Ich glaube, der Müller hat Ulrich erschossen, um sich zu rächen, aber danach war Peter nicht mehr aufzuhalten. Wir hatten zu viel verloren. Der Brand der Abtei war eine finstere Nacht und dann die Soldaten. Unsere Männer kämpften, um uns zu schützen, um Tassing zu schützen und viele starben bei diesem Kampf. Aber zumindest sind wir den Abt und alle Mönche losgeworden. Ja, und das ist ein gewisser Trost, wenn auch nur ein kleiner. Gibt es Helden von Tassing, an die ich erinnern sollte? Papa, auf jeden Fall. Peter wollte immer das Beste für Tassing, auch wenn er vorschnell handelte, als er die Abtei in Brand steckte. Ich hoffe, ihr stellt ihn im besten Lichte dar, Magdalena. Ich möchte nicht länger über diese Nacht sprechen. Ich hoffe, wir haben euch genügend Einblick für eure Arbeit gegeben. Ja, danke. Ich lasse euch jetzt weiterarbeiten. Danke, Magdalena. Ich bin sicher, das Wandbild wird wunderschön. Dann gehen wir mal Kostüme nähen. Ach, für den Perchtenlauf. Na, da wird schon alles passieren. Gut, gehen wir zu einem Ende. Sieht schön aus im Schein, ne? Die Bienen sind reingeräumt. So. Mir geht das Lied aus der Abtei nicht aus. Haben im Soundtrack geschaut, werde ihn wahrscheinlich auch in dem Video nochmal verlinken oder habe ihn schon verlinkt, je nachdem, wann ich eher dazu komme. Das eingespielt wird, wenn Magdalena in der Kirche ist, in der Abtei. So, jetzt wollte ich. Jetzt geht's raus. Alexander. Nun, wenn das nicht Magdalene ist, ich bin's. Ah gut, ich habe euch schon gesehen und euer Name wurde erwähnt. Entschuldigt, dass ich mich nicht früher vorgestellt habe. Ich bin Alexander, das ist mein Partner Kasimirs. Wir sind Musiker von Beruf, Reisende aus Notwendigkeit. Das Wetter hat uns auf dem Rückweg nach Würzburg zu einer Weihnachtsfeier aufgehalten.
Ich hatte gehofft, dort den Meistersinger-Wettbewerb zu gewinnen. Genau. Aber leider sind wir hier gefangen, bis die Pässe wieder frei sind. Wie gefällt euch das Singen? Alle waren sehr freundlich und niemand hat mich wegen meiner Musik mit irgendwas beworfen. In Anbetracht der Umstände betrachte ich das als Erfolg. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich verärgert war, dass ich meine Gelegenheit verpasst hatte, beim Meistersinger-Wettbewerb zu singen. Er hat zu viel dafür geübt. Ja, es fällt schwer, das letzte Jahr nicht als vergeudet zu betrachten. Ihr könnt es wirklich das ganze Jahr vergeudet? Ja, es sieht so aus. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es eines Tages anders. Ich hatte das Gefühl, dass alles in diesem einen Auftritt kulminiert und jetzt wird er nicht stattfinden. Nun, ihr habt hier ein Publikum, die Bewohner von Tassing. Und ich werde für sie auftreten. Ich trete gerne vor Menschen auf, wo ich auch bin. Wenn ich für Menschen singe, will ich sie bewegen. Ich will es in ihren Gesichtern sehen. Nur in diesem Moment bin ich mit ihnen verbunden. Das ist die einzige Wahrheit, die ich kenne. Die Meistersinger-Preisrichter werden mich bewerten, wie es ihnen beliebt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich für sie auftreten will. Ich möchte die Meister so bewegen, wie sie mich bewegt haben. Ergibt das Sinn? Ich denke schon. Mein Vater ist mein Lehrer und seine Zustimmung bedeutet mir viel. Ich denke, wir alle wollen die Zustimmung derer, die vor uns kamen. Und eines Tages wird jemand meine Zustimmung wollen. Kaum vorstellbar. Es tut mir leid, ich bin wohl gerade ein wenig melancholisch. Kopf hoch, es ist Weihnachten. Natürlich, in unseren dunkelsten Stunden an uns die Geburt unseres Heilands daran, dass die Morgendämmerung folgen wird. Vielleicht hebt das Weihnachtsfest meine Stimmung. Werde ich euch dort sehen? Natürlich, fast die ganze Stadt wird dort sein. Dann freue ich mich darauf. Bis dann. Hans. Was machen die hier? Ach, die bringen das Essen vor. Reusler, na komm. Gott segne euch, Magdalene. Der Einzige, der was weiß, sagt, grüßt mich freundlich. Die Jutta. Ah, hallo Magdalene. Hallo Magdalene, wie ist das Wetter? Wir haben uns den ganzen Tag hier drin auf das Fest vorbereitet. Frisch und windig, perfekt für einen Spaziergang. Nur zu, ich bleib hier drin, damit meine Finger warm bleiben. Du solltest deine Finger besser nicht in meinen Teig stecken, Meisterbauer. Ich hab nichts getan. Du hast heute dreimal deine kleinen Finger in meinen Plätzchenteig gesteckt. Noch einmal und ich zieh dir meinen Löffel über die Knöchel. Verärgert Herrin Mathilda nicht, Simon. Jawohl, mein Herr. Verzeihung, Herrin Mathilda. Wir brauchen genügend Teig und Plätzchen für die ganze Stadt zu backen. Du kannst sie nicht ganz aufessen. Wie auch immer, weshalb seid ihr gekommen, Magdalene? Ich hatte gehofft, ihr könntet mir sagen, woran ihr euch erinnert, was ihre Wolte angeht. Ich war zu jung. Ich weiß kaum noch etwas. Niemand scheint je darüber zu sprechen und Herrin Mathilda und Meister Reuslaff, ihr beide seid die Einzigen, die damals in der Abtei gelebt haben. Die Einzigen, die geblieben sind. Mathilda und ich waren freundlich genug zu den Menschen in der Stadt. Wir haben das alles rechtzeitig hinter uns gelassen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die anderen Brüder wenig Grund hatten, zu bleiben. Das Herz des armen alten Edok versagte in dieser Nacht. Oh, es war alles zu viel für ihn. Gott hab ihn selig. Ich bin nicht sicher, was mit den anderen passiert ist. Alle fort, wie auch immer. Aber das Ganze ist ein sensibles Thema, Magdalene. Warum fragt ihr? Ich habe mit einigen anderen in der Stadt gesprochen, aber alle Geschichten widersprechen einander. Ich möchte eure Sichtweise hören, damit ich das Wandbild malen kann. Es ist viel passiert in dieser Nacht. Kein Wunder, dass jeder eine andere Erinnerung daran hatte. Wartet, Magdalene. Kommt und stecht mit mir Plätzchen aus, dann bleiben wir im Plan, während wir uns unterhalten. Wir wären dankbar für die Hilfe. Alles gut, Magdalene. Stecht die Plätzchen aus dem Teig aus und legt sie beiseite, damit Simon sie auf ein Blech legen kann. Simon ist er hier. So, gut. Wir brauchen eine ordentliche Anzahl in vielen Formen, also zögert nicht den Ausstecher zu wechseln. Wir brauchen schließlich genug für die ganze Stadt. So. Ein schönes Gefummel, ne?
Wie mache ich das jetzt? Das ist loslassen. Hey, wie mache ich denn das? Presse. Nicht doof. Offensichtlich. Vielleicht muss ich mit einer anderen Form anfangen. Na super. Nein. Der Chance ist gefummelt, ey. So, ich mal gucken, ob ich das jetzt. Akzeptiere mich. So, gut.
Also Vögel haben wir jetzt genug, glaube ich. Jetzt brauchen wir noch Herzen. Ich glaube, ich hab mich dumm angestellt. Ah, super. Vogel hin. Gut. So, fertig. Seid ihr fertig? Die sehen wunderbar aus. Vielen Dank. Ihr könnt mehr machen, wenn ihr wollt, aber ich denke, die Menge reicht. Ich denke, das reicht für den Moment. Danke für die Hilfe, Magdalena. Wir sollten weitermachen, damit heute Abend bis zur Prozession alles fertig ist. Also, was können wir euch erzählen, Max? Ich habe gehört, die Landsknechte seien vor der Revolte in die Stadt gekommen und hätten alle ermahnt, die Abtei in Ruhe zu lassen. Hätte man den Konflikt wirklich im Gespräch, warum hat niemand zugehört? Hätte man den Konflikt wirklich im Gespräch beilegen können oder war es bereits zu spät? Es gab durchaus einige, die reden wollten. Meister Maler hat sich sehr um Frieden bemüht, aber nach Ottos Tod, oh Andreas, sein Tod ist eine Tragödie. Wir im Kloster mochten ihn. Papa sagt, er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Revolte nicht außer Kontrolle geriet. Er bedauert, nicht zu ihm gestanden zu haben. Ja, das stimmt. Er hatte ein persönliches Abendessen mit dem Abt und im Gespräch eine Lösung finden, glaube ich. Eine Tragödie, dass sie keine Einigung treffen konnten. Ja, Andreas hat viel Gutes für Tassen getan. Und für Kirs auch. Auch wenn der alte Abt das nie zugegeben hat. Er enthüllte sogar Korruption mitten unter uns. Der alte Prior Ferenc hat in der Kirche Hexerei betrieben. Ich betrauere immer noch seinen Tod beim Brand der Abtei. Und ich weiß, dass euer Vater das auch tut, Magdalena. Das klingt, als hätte sich überhaupt niemand gegen die Abtei stellen sollen. Otto hat immer gesagt, wir hätten natürliche Rechte und es sei christlich, sich Vater gerne zu widersetzen. Wir mussten sogar für das Einsammeln im Wald Gebühren bezahlen. Papa hat immer wieder gesagt, wir würden die ständig steigenden Steuern nicht überleben. In der Nacht, als Otto starb, wollte der Abt alle exkommunizieren, weil sie die Johannisnacht gefeiert hatten. Viele Leute dachten, der Abt hätte ihn aus Rache getötet. Dabei war es Bruder Guy. Er hatte Gelder aus der Abtei veruntreut. Aber nach Otto und Ulrich war das zu viel. Wir brannten die Mühle nieder, samt der beiden Übeltäter. Der Abt versprach Hilfe, falls es Andreas gelänge, Ottos Mörder zu finden. Wir wollten nur reden. Aber habt ihr nicht gesagt, ihr hättet direkt zuvor die Mühle abgebrannt? Ja, aber doch nur, um uns zu schützen. Lennart und Guy waren beide Mörder. Es war zu viel für Peter. Lennart war eine Sache, er hatte gerade Ulrich getötet, aber die Abtei niederzubrennen. Aber als die Landsknechte das Feuer sahen, dachten sie, sie hätten es mit einer weiteren Revolte zu tun. Selbst Vater Gernot konnte sie nicht aufhalten. Wir sind alle geflohen. Bruder Florian rettete so viel er konnte. Aber es war falsch von Peter, die Abtei niederzubrennen. Aber was die Soldaten taten, das war furchtbar. Papa starb, als er mich beschützte, durch einen Stich in die Brust. Ich weiß nicht einmal mehr, was er anhatte, aber ich erinnere mich, wie dunkel das Blut war, als wir ihn fanden.
fast schwarz und klebrig, wie Melasse. Papa schlug einem der Soldaten ins Gesicht, aber da war noch einer und Magdalene, können wir das Thema wechseln? Natürlich, tut mir leid, ich wollte niemanden verärgern. Danke Magdalene, es ist manchmal schwer darüber zu reden, wisst ihr. Viel Glück, wir sehen uns später bei der Prozession. Bis dann. Hm. Das ist ein sehr differenziertes Bild. Oh, stell ich vor. Zeit für den Pestenlauf zur Amende zu gehen. Ach, oh, schön sieht das aus, ne? Na dann. Gucken wir mal durch den Schnee. Ja, zur Kirche gehe ich nicht. Na dann. Jesus, es ist einfach zu kalt. Du hältst den Mund, Junge. Wir machen das, dieses Fest jedes Jahr. Es bringt dich nicht um, wenn du 5 Minuten hier stehst. Oh gut, ihr habt es geschafft, Magda. Ich hatte schon Sorge, ihr würdet die Prozession verpassen. Ich würde den Pestenlauf um nichts in der Welt verpassen. Kostüme sind einfach zu wunderbar, um sie zu verpassen, nicht wahr? Ich weiß noch, dass die Masken mir als Kind Angst gemacht haben. Es geht los. Oh, Artemis, sieht reizend aus. Ich wäre gerne irgendwann die strahlende Heilige, die alle Dämonen in den Wald führt. Andere Jungs werden dir niemals nachlaufen, Artemis. Aha. Ja. Apollo, hör auf den. Tut mir leid, Mama. Christine, siehst du die Pächten? Pächten sind benannt nach der germanischen Göttin Pächta. Es handelt sich um übernatürliche Kreaturen, die Teufeln in und Pächter in der wilden Jagd folgen. Sehr gruselig. Ich mag das nicht. Psst, Andrea, ist alles in Ordnung. Das sind nur Kostüme. Große Masken, unter denen unsere Nachbarn stecken, weißt du noch? Es ist so kalt. Magdalene wäre lieber die strahlende Heilige oder eine der Pächten. Ich wäre gern die strahlende Heilige, besonders wegen der Krone. Ich frage mich, wen der Rat im nächsten Jahr für diese Rolle auswählen wird. Ich finde es ungerecht, dass Artemis die strahlende Heilige sein darf, nur weil ihr Vater im Stadtrat sitzt. Ihr bekommt eure Chance, keine Sorge. Besseren Veranstaltungen im Pächtenlauf, solange ich mich erinnern kann. Jeder in der Stadt war schon einmal Teil der Prozession. Mit Ausnahme für euch Jungfrau. Ich wünschte, Papa könnte hier sein. Nächstes Jahr ist er wieder dabei, sicher. Und wir können nach Hause gehen und ihm alles beschreiben. So schön wie eh und je. So gottverdammt lange wie eh und je. Nun wenigstens gibt es dann auch noch etwas zu essen. Ach schön. Oh, hallo Max. Magda. Ach was, Max. Ihr habt es geschafft. Ich war kurz besorgt, ihr würdet den Spaß auslassen. Frohe Weihnachten, Max. Frohe Weihnachten, Max. Waldes hat eine spezielle Charge Bier gebraut und ich habe gehört, dass ihr Plätzchen gebacken habt. Alexander und Cass sehen auch aus, als würden sie etwas spielen. Oh, ich hoffe, sie spielen Christi Geburt am Weihnachtstag, das mag ich am liebsten. Und das wäre? Jetzt, das singen wir jedes Jahr. Wir singen sie alle jedes Jahr, Max. Ich kann sie kaum unterscheiden. Ach, das ist schön. Moment. Hey, alle mal herhören. Jörg möchte etwas sagen. Ja, vielen Dank, Veronika. Im Namen des Stadtrats möchte ich allen danken, die heute Abend gekommen sind. Dieses Jahr war hart für uns alle. Wir hatten mehr Schnee, als irgendjemand sich erinnern kann, und der frühe Frost beschert uns eine schlechte Ernte. Es sind nicht viele über den Pass gekommen. Nico, euch fehlten Kunden und wir alle haben den Handel vermisst. Alexander und Kasmies, ihr seid von eurer Reise abgehalten worden.
Der Schnee hat euch von der Heimreise abgehalten. Und ich weiß, dass wir alle Klaus vermisst haben, der in den letzten Monaten ans Bett gefesselt war. Und doch hat uns der Herr miteinander gesegnet, mit fröhlichen Gästen und guter Gesellschaft. Prost. Amen. Gott sei bedankt. Gott segne euch. Auch wenn diese Saison hart war, Gott weiß, wir haben dennoch viel zu feiern dieses Weihnachten. Endres, ihr habt Werkzeuge hergestellt, auf die wir nicht hätten verzichten können. Ich übe nur mein Handwerk. Dr. Stolz, ihr habt uns alle bei guter Laune gehalten. Ein Beweis für meine Erfahrung, Jörg, bei derart strengen Wetter. Weiter zuhören. Magdalene, ihr habt das Wandbild für uns gemalt. Danke an euch alle, dass ihr... Ja, nimm das. Alexander und Kasimir, ihr habt in den frühen Winternächten gute Laune verbreitet. Wahrlich unser Vergnügen. Und besonders heute Abend sollten wir Balthas dafür danken, dass er ein so wunderbares Bier für uns in aller Genuss gebraut hat. Hurra, ein Hurra auf Balthas. Gott segne euch. Nein, nein, bitte. Mercy hat enorm geholfen. Es ist wirklich ihm zu verdanken. Also, grazie, grazie. Und danke an unseren Herrn, der dieses Fest so großzügig ermöglicht hat. Der Herr beschütze ihn. Ja, ja. Kasimir und ich werden später am Abend noch spielen, also kommt bitte mit Liedern zu uns, wenn ihr eins hören wollt. Singt die Geliebte der Hirten, lasst uns tanzen. Prost. Naja, das war's. Wenn ich darf, Jörg, möchte ich dieses große Fest mal segnen, was unser Herr für uns vorgesehen hat. Natürlich, Vater. Wir sind heute zusammengekommen, um die Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu feiern. So wie unser Herr uns mit diesem Mahl versorgt hat, so hat auch Christus uns mit dem Brot des Lebens versorgt. Bitte schließt euch mir im Gebet an. Segne unser Herr und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ruhe. Ich weiß, dass Balthas ein feines Bier gebraut hat, aber denkt daran, dass Mäßigung eine Tugend ist. Ey, das ist so eine Spaßbremse. Feiert das Christenkind, als stünde seine Krippe hier bei uns. Fragen dreinblicken reicht. Frohe Weihnachten alle zusammen. Endlich, lasst uns essen. So, muss mal schnell ein Bild machen. Thomas geht. Eine goldene Weihnachtsfeier. Ach, ich will jetzt nicht mit allen reden müssen hier. Eva. Magdalena, endlich seid ihr da, um Hallo zu sagen. Was wollt ihr jetzt? Nur Hallo sagen, Jesus. Wortwahl jetzt. Ja, ja. Hallo, Magdalena. Frohe Weihnachten, Eva, Till. Magdalene, wie schön euch zu sehen. Wie geht es mit dem Wandbild im Rathaus voran? Es soll ja fast fertig sein. Das stimmt, als ich das letzte Mal davon gehört habe, habt ihr noch am Mittelteil gearbeitet, die Geschichte der Heiligen, nicht? Ja, meine Mutter Franziska war so freundlich, mich in das Kloster einzuladen, damit ich den Kreuzgang als Referenz verwenden konnte. Ich bin sicher, dass es im Kloster wunderschön ist. Der Kreuzgang wurde 1234 erbaut, wenn ich mich recht erinnere. Der Herr von Kirsau war ein großzügiger Förderer der Benediktiner. Es ist schön, wie sich die Klaristen jetzt um den Ort kümmern. Das Wandgemälde der Kapelle hat eine lateinische Inschrift, laut der das Kloster 1261 erbaut wurde. Wirklich? Ich hätte geschworen, dass ich gelesen habe, die Fundamente werden früher gebaut worden. Es sei denn, der Herr von Kirsau hätte den Bergfried aufgegeben, die Brüder und Schwestern kamen später. Till, ihr murmelt wieder vor euch hin. Oh, Verzeihung. Wie auch immer, Magdalene, was malt ihr denn jetzt auf dem Wandbild? Ich arbeite daran, die Revolte darzustellen, aber ich glaube, ich habe Agnes verärgert, als ich sie danach fragte. Richtig, ihr war damals erst ein paar Jahre alt. Gott, ist das schon so lange her? Macht euch keine Sorgen um Agnes, sie ist launisch, aber nie wirklich wütend auf jemanden. Es dauerte Jahre, bis sich Tassing von dieser Nacht erholt hat. Gott sei Dank sind wir seitdem weit gekommen,
Otto wäre stolz auf das, was die Stadt erreicht hat. Das denke ich auch. Wisst ihr, Magdalene, ich denke, er wäre besonders stolz auf euch, weil ihr Tassing in dem Wandbild verewigt habt. Er wäre begeistert, wenn ihr ein Teil der Familie würdet. Ich fühle mich geehrt, dass ihr so denkt. Oh Moment, schlagt ihr vor, dass ich euren Sohn heirate? Ihr seid eine kompetente junge Frau, Magdalene. Die Ehe ist für euch der nächste Lebensabschnitt. Ihr müsst natürlich mit Klaus sprechen, aber ihr und Ötz passt gut zusammen. Richtig, ich werde es Papa sagen. Wie auch immer, ich will euch nicht länger an uns ältere Leute fesseln. Habt Spaß und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Eva, Till. Frohe Weihnachten, Max. Ja, frohe Weihnachten, Max. Bisschen angenudelt, ja, der Typ. Wenn ich mich richtig erinnere, war das etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Frohe Weihnachten, Magdalene. Genießt ihr das Fest? Es ist wunderbar, alle zusammen bei so guter Laune zu sehen, nicht wahr? Sogar Opa amüsiert sich. Dieser Winter hat seine Gicht verschlimmert, die Kälte steckt in seinen Gelenken. Ich habe ihm gesagt, er muss nicht zum Pechtellauf kommen, aber er hat darauf bestanden. Ich habe in meinem Leben keine einzige Weihnachtsprozession verpasst und ich will Gott verdammt sein, wenn mich ein bisschen Schnee aufhält. Hüst. Oh Gott, das wissen wir, alter Mann. So, ich muss kurz schauen, ob der Ton noch stimmt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie auch immer, wie Jörg bereits sagte, es ist schön, einen fröhlichen Abend in guter Gesellschaft zu verbringen. Danke, dass ihr meinen Vater in eurer Rede erwähnt habt, Jörg. Er wird sich darüber freuen, dass er vermisst wird. Gern geschehen, Magdalene. Klaus ist ein guter Mann und wir alle vermissen ihn als Teil der Gemeinschaft. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht vor, heute Abend eine Rede zu halten. Ich habe nur darüber nachgedacht, was dieses Jahr alles in der Stadt passiert ist. Wirklich? Werner hat darauf bestanden, dass jemand eine Rede hält. Also, Paul hat gesagt, ich wäre der mit den meisten Charisma am Rat. Das hat er gesagt? Er hat gesagt, dass ich damit die geringste Anzahl von Menschen verärgern würde. Balthas meinte, es sei mein Chaos, Mann. Ach, herrje. So kann man es auch sagen. Um ehrlich zu sein, ich hätte nie gedacht, dass ich jemand sein würde, dem die Leute interessant zuhören. Aber ihr wart schon immer Stadtratsmitglied. Wir hatten aber nicht immer einen Rat. Als er danach der Revolte, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich selbst etwas tun konnte, als Mann. Ich habe meinen Vater geliebt, aber was er getan hat, ich dachte, er hätte die Stadt dem Untergang geweiht. Viele schreckliche Dinge sind auf einmal passiert. Niemand trifft die ganze Schuld allein. Nein, aber mein Vater hat sich für die Gewalt entschieden. Er hat beschlossen, die Abtei zu zerstören. Ich habe ihm nie widersprochen, weil er mein Vater war. Er musste recht haben. In dieser Nacht habe ich zum ersten Mal anders gedacht. Ich habe in dieser Nacht gelernt, dass man für das Richtige kämpft und dabei trotzdem den falschen Weg wählen kann. Und ich habe geschworen, dass ich so etwas nie wieder zulassen werde. Die Revolte hat alles zerstört, was ich über Tassing zu wissen glaubte. Über mich. Aber es hat viele Dinge für Tassing besser gemacht. Und das lässt mich hoffen. Was meint ihr? Nun, unser neuer Herr ist streng, aber er hat eine Abmachung mit uns getroffen. Der Rat erlaubt, dass wir uns selbst regieren. So sehr ich heute auch gemurrt habe, Jörg hat recht. Das Leben in Tassing hat sich verändert und obwohl die ersten Jahre hart waren, stehen wir jetzt besser da. Kein Abt, der auf uns herabschaut und dumme Gesetze nach seinem Gutdünken macht. Unser Herr lebt Tage entfernt. Solange wir unsere Steuern zahlen, werden wir in Ruhe gelassen. Es ist ein besseres Leben für Artemis und Apollo als zuvor. Rede nicht schlecht über meinen Sohn, Junge. Er hat dir alles gegeben, was er hatte. Gott schenke seiner Seele Frieden. Ich weiß, Opa. Die Entscheidung, anders zu leben als euer Vater, ist mutig. Die Entscheidung, anders zu leben als euer Vater, war mutig. Ich finde, ihr und der Rest des Rates habt großartige Arbeit geleistet. Danke, Magdalena. Ich habe mein Bestes getan, um der Stadt gerecht zu werden. Und Papa, du bist sein Sohn. Du hast ihn stolz gemacht, Junge. Danke, Opa. Wie auch immer, ich hole mir noch ein Bier. Sonst noch jemand? Ja, ja, bring eine Kanne. Es reicht, Opa, sonst geraten die Körpersäfte in Unordnung. Noch eins für mich, Jörg.
Magdalena? Ich hole mir später selbst noch eins, danke. Gut, wir sehen uns dann später, Magdalena. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Anna. Hallo Magdalena, frohe Weihnachten. Guten Abend, Magdalena. Frohe Weihnachten, ihr beiden. Ulrike, Andreas, sag Hallo zu Fräulein Trubberin. Hallo. Andreas, schäm dich. Hallo. Oh, Andreas, sei nicht schüchtern. Du kennst Fräulein Magdalena. Es tut mir leid, Magdalena. Er ist immer noch ein wenig schweigsam. Na, selbst Adam ist da, Schatz. Was ist denn? Mir herrscht heute viel Tumult. Ja, ich glaube, Andreas ist nach dem Pechtenhof ein wenig überfordert. Die Pechten haben mich auch erschreckt, als ich klein war. Wirklich? Oh ja, ich habe mich lange Zeit hinter dem Bein meines Vaters versteckt. Ich konnte sie nicht einmal ansehen. Es ist in Ordnung, Angst zu haben, Andreas. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Ich mag sie immer noch nicht. Ich mag sie, strubbige Köpfe. Psst, Ulrike, du kannst dir die Masken später ansehen. Wie hat euch Jürgs Rede gefallen, Magdalena? Es ist eine gute Erinnerung an alles, was wir noch haben. Wir mussten es hören. Dafür, dass Paul ihn erst im letzten Moment dazu bewegt hat, war sie ziemlich gut. Nun, Werner bestand darauf, dass ein Ratsmitglied eine Rede hält. Es war nicht mein Bestreben, dass ich das mache. Aber Jörg hat es gut gemacht. Man kann sich immer darauf verlassen, dass er aus dem Herzen spricht, besonders nach ein paar Getränken. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ein Großteil der Stadt hat heute Abend etwas Ermutigung gebraucht. Passing hat keine so harte Saison mehr seit der Revolte. Ja, es tut mir leid. Es ist Weihnachten. Wir sollten nicht von so traurigen Zeiten sprechen. Lasst uns also auf bessere Tage anstoßen. Darauf trinke ich. Obwohl, es gibt da ein altes lateinisches Sprichwort, das mein Vater oft zitiert hat. Ingis aurum probat miseria fortis virus. Feuer prüft das Gold, das Unglück den Starken. Ja, genau. Keine Frage, nach der Revolte ging es tatsächlich schlechter, aber heute gibt die Stadt mir Hoffnung. Ihr seid eine Künstlerin, Magdalena, ihr müsstet es auch sehen. Ja, es scheint heller zu werden für Tassing irgendwie. Ja, diese schlechten Tage gaben uns die Widerstandskraft, die wir brauchten, um weiterzumachen, damit die Dinge besser werden. Die nächste Generation, wie ihr, Jutta und die Zwillinge, ihr habt erlebt, wie es ist, für sich selbst zu kämpfen. Sich der Tyrannei widersetzen, auch um den Preis, dass wir unsere Häuser und unser Leben verlieren. Um ehrlich zu sein, an den meisten Abenden bin ich dankbar für die Revolte. Wirklich? Oh ja, ihr erinnert euch nicht, aber das Leben war schon vor dieser Nacht schrecklich. Die Revolte verbrannte das tote Holz, das Tassing schon jahrzehntelang verrottet hatte. Gott weiß, dass mein Vater ein böser Mensch war. Sein Tod befreite mich von jahrelanger Angst. Die Revolte gab mir den Mut, mich ihm zu stellen, um besser zu werden als er. Ich denke, etwas Ähnliches geschah auch, als die Abtei zerstört wurde. Wenn alles so weitergegangen wäre wie immer, dann hätten wir heute Abend wohl kaum so ein Weihnachtsfest. Der Preis war hoch, aber das Ergebnis war ebenso viel Freude wie Trauer. Meint ihr das wirklich? Gott wendet alles zum Guten, selbst die dunkelsten Nächte. Wegen der Revolte konnte ich Paul heiraten und wir können Bauern zu einem angemessenen Preis mit Getreide versorgen. Unsere Kinder werden ohne die Angst aufwachsen, die mein Leben beherrschte, als ich älter wurde. Kein Moment im Leben ist so gänzlich gut oder schlecht, Magdalena. Wichtig ist unsere Betrachtungsweise. Das ist eine wunderbare Art, das zu betrachten, Anna. Vielen Dank. Oh, naja. Das habe ich aus einer der Predigten von Vater Thomas gelernt. Ich habe es mir zu Herzen genommen, als mein Vater gestorben ist. Vergesst nicht, euch heute Abend etwas Zeit zu nehmen und Spaß zu haben, in Ordnung? Mama, ich will noch ein Plätzchen. Psst, nicht schreien, Schatz. Entschuldigt uns, Magdalena, wir müssen Plätzchen abholen. Natürlich, frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten, Magdalena. So, ich glaube, jetzt wird noch gesungen. Dann... Ah, Fräulein Magdalena, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Alexander. Frohe Weihnachten, Kasmir. Es genießt ja den Abend. Sehr sogar, vor allem die Plätzchen. Und so einen wundervollen Lebkuchen hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Wir haben uns gerade auf unseren Auftritt vorbereitet. Habt ihr ein bestimmtes Lied im Kopf, was wir hier spielen wollen? Wir beide kennen sämtliche Weihnachtslieder zwischen hier und Spanien. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Klar.
Das von Martin Luther? Ich habe nichts dagegen, aber sollten wir das wirklich tun? Warum nicht? Es ist Weihnachten. Na los. Sobald Cass und ich unser Programm gespielt haben, werden wir auch das mit Sicherheit spielen. Frohe Weihnachten euch allen. Da Weihnachten ist, wollen Kasmus und ich ein besonderes Lied mit euch allen teilen. Im Geist des Schenkens. Habt viel Freude. In dulce jubilo, nun singet und seid froh. Unsers Herzens Wonne liegt in Presepio und leuchtet als die Sonne Matris in Gremio. Alpha Esset O, Alpha Esset O. Bisschen durch. Schön, gut gemacht. Noch eins. Danke, danke, wirklich. Bitte trinkt weiter, wir werden den ganzen Abend spielen. Frohe Weihnachten. Okay. Jörg, damit Jörg rede ich jetzt nicht nochmal. Ich würde jetzt gern das Ganze hier mal abschließen. Da oben muss ich auch noch mit jemandem reden. Ach, das ist Andres, oder? Andres, der Schmied. Dann los. Frohe Weihnachten, Magdalena. Magdalene, meine Liebe, frohe Weihnachten. Gott segne euch. Frohe Weihnachten euch allen. Genieße das Fest. Wer wüsste einen Krug mit Balthas neuestem Gebräu und eine herzhafte Mahlzeit nicht zu schätzen? Angesichts eurer Mühe, das Fleisch zart zu machen, bin ich überhaupt nicht überrascht. Ich bin nur ein winziger Teil eines größeren Ganzen. Angesichts eures Baues seid ihr so winzig nicht. Ich bin, wie Gott mich in seiner unendlichen Weisheit geschaffen hat. Und das ist wirklich ein Segen. Ich bin froh, dass ihr alle so guter Stimmung seid. Keine andere Entscheidung an so einem Abend. Es ist großartig, die Freude einer Gemeinschaft unter einem Dach zu erleben. Wenn ich dem Lachen von Familien zuhöre, von Kindern, die ich nie haben werde, die Kinder, die keiner von uns haben wird. Wir können immer noch gesegnet werden, wir alle. Wir sind zu alt, Wojtlaw. Es ist, wie es ist. Amen. Es ist mir auf jeden Fall gelungen, die Stimmung zu ruinieren. Oh, es ist nicht eure Schuld, Magdalene. Wer viel durchgemacht hat und zufällig in Erinnerungen schwelgt, der endet manchmal hier. Jeder bereut etwas und lebt damit. Auch wenn ich niemanden zum Heiraten gefunden habe, ist meine jetzige Arbeit doch wertvoll. Prost ist da, wo ihr ihn findet. Nun, ich hoffe zumindest, dass ihr weiterhin einen angenehmen Abend habt. Seid gesegnet, Magdalene. Genießt das Fest. Gott segne euch. Okay, okay, okay. So, muss ich jetzt mich mit denen, mit Werner noch unterhalten? Was will ich eigentlich nicht? Was? Frohe Weihnachten, Werner. Was soll daran froh sein? Wir feiern die Geburt Christi, des Erlösers. Amen und Halleluja. Brauche noch etwas zu trinken. Vielleicht solltet ihr es heute Abend leicht nehmen, Werner. Habe ich euch gefragt, Balthasar? Nein, nein, seid fröhlich, meine Freunde. Trinkt und seid fröhlich. Endlich jemand mit etwas Verstand. Ihr beide streitet seit Jahren. Wäre jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, um eure Meinungsverschiedenheiten beizulegen? Nein. Ich fürchte, dieses Schiff könnte schon vor einiger Zeit abgelegt haben, Magdalene. Ihr beide sitzt also an einem Tisch, seid wütend und redet nicht miteinander? Ich bin keine Wahrsagerin, aber für mich sieht es so aus, als wollt ihr Freunde sein, seid aber zu stur, um euch zu überwinden. Ah, sie ist scharfsinnig. Ja, na, Balthasar. Stellt euch nicht auf ihre Seite. Es tut mir leid, aber wo sie recht hat, hat sie recht. Ich werde mich nicht in diese Narratei hineinziehen lassen. Die Narren hier seid immer noch ihr beide. Ihr werdet langsam ziemlich ermüden, Magdalene. Richtig, Balthas? Ja, so ist es. Seht ihr? Das ist doch ein Anfang. Macht einfach weiter so. Ihr müsst immer euren Willen bekommen, oder? Ah, die Bosheit der Jugend. Bitte genießt das Fest und befreit unsere alternden Seelen von eurer Folter.
Wie wär's später mit einem Tanz? Mal sehen. Bis später, meine Herren. So, ich würde jetzt ganz gern das Fest verlassen. Ich sag's ehrlich, aber ich glaube, ich muss noch mit Jörg heiraten, sonst komme ich, nicht heiraten, reden, sonst komme ich nicht raus. Hey Magdalene, verzeiht, dass ich euch während des Festes störe. Na, hallo Jörg, braucht ihr etwas von mir? Nun, das ganze Gerede um die Revolte hat mich zum Nachdenken gebracht. Ihr seid fast fertig mit dem Wandbild, nicht wahr? Bei eurem letzten Gespräch mit dem Rat sagtet ihr, ihr arbeitet am letzten Teil der Revolte. Ich will aber während des Festes nicht nörgeln. Das ist Veronikas Aufgabe. Ich müsste bald fertig sein. Ich habe Leuten in der Stadt zugehört, als sie über die Revolte sprachen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie ich sie malen soll. Jeder hat eine andere Vorstellung davon, wie es zu dieser Nacht kam. Aber ich denke, ich habe mich endlich entschieden, wie ich das alles darstellen möchte. Ja? Ich möchte Otto ehren und für die Bauern standen. Ich werde Otto zeigen, wie er eine Rede hält und die Soldaten in der Ferne. Das ist eine gute Perspektive. Sie zeigt, was passiert ist, ohne zu viele Details über das, was passiert ist. Ich bin sicher, dass alle so es lieben werden. Klaus wäre stolz auf euren Entwurf. Eva wird es besonders gefallen. Wie auch immer, ich will euch nicht im Wege stehen. Ihr habt Besseres zu tun. Ich glaube, ihr sucht euch auch. Ah, da bin ich mir sicher. Ich denke, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich habe genug von Ötz Annäherungsversuchen und ich sollte nach meinem Vater sehen. Stellt ihm Grüße von uns allen, ja? Das mache ich. Gute Nacht, Jörg. Gute Nacht, Magdalena. Na, ich hoffe, der Vater erlebt das Wandbild doch. Nach Hause gehen. Das war eine schöne Weihnachtsfeier. Dort segne euch und frohe Weihnachten, Magdalena. Oh, frohe Weihnachten, Schwester Amalie. Haben wir euch mit dem Lärm nebenan belästigt? Nein, überhaupt nicht. Zu hören, wie Menschen Christi Geburt feiern, bereitet mir große Freude. Weihnachten sollte für uns alle eine ermutigende Zeit sein. Ich denke, wir alle sind ein Teil des Leibes Christi. Wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, werden wir ein Ganzes. Die Menschen brauchen Weihnachten im tiefen Winter als Erinnerung daran, dass der Frühling zurückkehren wird. Und wir alle werden eine Chance erhalten, wieder zu leben. Magdalene, wer ist das? Hey, ihr wartet. Bitte entschuldigt mich, Schwester Amalie. Ich muss nach meinem Vater sehen. Natürlich, Gott segne euch. Danke, Schwester. Die Tür ist offen. Ist da jemand? Papa? Ich drehe durch. Immer noch so unwendig wie immer. Na gut, okay. Ich habe jetzt gedacht, hier ist irgendwas Besonderes. Sei Dank. Magdalene, bist du das? Was ist los? Jemand stand in der Nähe des Hauses. Die Tür war offen. Ich hatte Angst, dass dir etwas passiert sein könnte. Es tut mir leid, ich habe nichts gehört. Ich habe die meiste Zeit des Tages geschlafen, den größten Teil des Abends auch. Ich mache mir Sorgen um dich, Magdalene. Du machst dir Sorgen um mich? Du arbeitest so hart. Ich weiß, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, sich um mich zu kümmern. Und ich weiß, wie hart du an dem Wandbild gearbeitet hast. Ich wollte es für Weihnachten fertigstellen. Ich weiß. Eine fast unmögliche Aufgabe angesichts der Größe dieses Rathauses. Ja, vielleicht, wenn du nur eine Wand gemacht hättest. Ich werde es nicht schaffen, Magdalene. Das stimmt nicht. Mir geht es seit Advent schlechter. Mir geht die Kraft aus, wie Balthas Uhr. Ich kann jetzt froh sein, wenn ich einige Stunden wach bleiben kann. Schon in Ordnung. So ist nun mal das Leben. Ich bin froh, dass ich vor dir gehe. Auch wenn es früher ist, als es uns beiden lieb ist. Ich habe in meinem Leben schon zu viel Tod gesehen. Ich wollte dir nur zeigen, was ich kann.
Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Das war ich jeden Tag deines Lebens. Du musstest mir nie etwas beweisen. Ich wünschte, ich könnte bleiben, um das Wandbild zu sehen, wenn es fertig ist, aber das muss ich gar nicht. Ich weiß, dass es schöner sein wird als alles, was diese alten Hände je geschaffen haben. Sag das nicht. Aber es ist aber wahr. Wohlverstanden. Ich war nicht schlecht. Aber ich wusste immer, dass du mich irgendwann übertreffen würdest. Du siehst bereits Dinge, die ich nie sehen konnte. Du siehst sie und machst sie real. Versuche es. Du tust es. Ob ich heute Morgen oder übermorgen sterbe, lang werde ich nicht mehr hier sein. Eines Morgens wirst du aufwachen und Dinge für dich selbst tun müssen. Liebe die Dinge für dich selbst. Und teile das mit der Welt. Liebe ist der einzige Grund in diesem Leben, irgendetwas zu tun. Oh, so viel geredet, zu viel. Könntest du mir bitte etwas zu essen bringen? Natürlich, Papa, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich habe auch die Weihnachtsfeier verpasst. Ich kann gar nicht glauben, dass mir niemand Plätzchen mitgebracht hat. Ich hole dir Suppe. Ach, Klaus. Das war der Geist aus dem... Klaus. Es tut mir leid, Klaus. Alles. Ihr seid hier. Ich habe versucht, Magdalena zu schützen. Die ganze Zeit habe ich versucht, es herauszufinden. Nach dem Brand war das alles, woran ich denken konnte. Das und sie. Das ist Andreas. Sie haben mich nie verlassen. Sie sind alle noch da. Alle beim Totentanz. Der Baron, Piero, Guy, Ferenc, Peter, Otto, August. Und jetzt ihr. Papa? Oh Gott, ihr seid es. Wer seid ihr? Was macht ihr da bei meinem Vater? Magdalene, es ist in Ordnung. Alles in Ordnung. Es tut mir leid, ich habe meine Manieren nach all den Jahren vergessen. Und ihr habt wahrscheinlich mein Gesicht vergessen, oder was es einmal war. Magdalene, das ist Andreas Mahler. Zurück von den Toten. Meine früheste Erinnerung seid ihr, wie ihr in eine brennende Bibliothek gelaufen seid. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht, niemand konnte das überleben. Vielleicht hätte ich nicht überleben sollen, es ist aber passiert. Ich verstehe das nicht, Andreas, wo wart ihr all die Jahre? Ich habe mich vor der Welt versteckt, hauptsächlich in den Ruinen. Manchmal im Wald, wenn es warm war. Ich stahl Brot von Kret, Bücher von euch. Oh, dann wurde ich also nicht verrückt. Nur dadurch hat mein Verstand nicht vergessen, was Worte sind. Moment, wie habt ihr das Feuer überlebt? Mit einigen Schwierigkeiten. Ich nahm so viele Bücher wie möglich und warf sie in das Skriptorium. Als der Rauch zu dicht wurde, verlor ich das Bewusstsein. Als nächstes erinnere ich mich daran, dass Kaspar mich in die Krypta zog. Euer Lehrling, der Junge? Ihr habt ihn nach Salzburg zurückgeschickt. Er ging nicht. Er wartete im Wald und beobachtete die Ereignisse. Als er mich im Fenster der Bibliothek sah, rannte er durch die Krypta, um mich zu retten. Und das hat er getan. Aber er sah, dass ich versuchte, die Bücher zu retten und... Er ging wieder hinein. Ich konnte ihn nicht aufhalten, ich war kaum bei Bewusstsein. Er kam nie wieder heraus, Klaus. Als ich aufwachte, waren alle tot oder fort. Ich konnte niemanden von euch gegenübertreten. Ich konnte nicht zurück zu Sabine in dieses leere Haus. Also versteckte ich mich. Warum seid ihr mir gefolgt? Ich dachte, ihr wollt mich töten. Der Vorfall in der Mine war ein Unfall. Ich bin nur zu nah an den Rand getreten. Es tut mir leid. Ich hatte Angst, mit euch zu sprechen. Angst, mit irgendjemandem zu sprechen. Habt ihr uns die Nachrichten hinterlassen, die in der violetten Handschrift? Ah. Nein, die wurden von einer anderen okkulten Hand geschrieben. Eine, die nicht möchte, dass ihr euer Wandbild fertigstellt.
eine, die getötet hat und wieder töten könnte, um euch davon abzuhalten, die Geschichte von Tassing zu erzählen. Geschichte von Tassing? Warum? Weil die wahre Geschichte von Tassing im Widerspruch zu dem steht, was uns allen erzählt wurde. Sie wurde verdeckt, Stück für Stück, Schicht für Schicht, bis sie nicht mehr zu sehen war. Aber sie ist immer noch da. Sie war immer hier, versteckt unter unseren Füßen. Und sie wird immer noch geschützt, heimgesucht von dem Gespenst des Todes, das seit Generationen über diesem Ort hängt. Der Fädenzieher. Fädenzieher unter unseren Füßen, wovon sprecht ihr? Die Person, die euren Vater angegriffen hat, ist dieselbe, die jemanden dazu gebracht hat, Otto Zimmermann zu töten. Und Lorenz Rotvogel. Und, ja, und sie benutzt das römische Aquädukt, das Tassing und Kirsau verbindet. Es ist ein Netzwerk von Tunneln, mit dem ich mittlerweile ziemlich vertraut bin. Und ich habe den Geist gesehen, der sie heimsucht, der sich durch die kleinste Öffnung quetschen kann. Ich habe gesehen, wie er sich verborgen und so Orte erreicht hat, die mir verwehrt blieben. Ich habe jeden Zoll des Aquädukts und der alten Stadt abgesucht und es gibt nur einen Ort, den ich nie gefunden habe. Das Versteck, in das sich der Fädenzieher zurückzieht. Der antike römische Tempel, den er entschlossen vor fremden Augen verbirgt. Mithraeum. Das Mithraeum. Ihr habt es gefunden. Nein, aber es gibt eine dunkle Stelle zwischen den eingestürzten Tunneln. Und ich glaube, ich weiß, wie ich dorthin komme. Kommt mit, ich zeige es euch. Jetzt gleich. Wenn der Fädenzieher erkennt, was wir tun. Nun, ich weiß nicht, was er dann tut. Wir müssen rasch handeln. Kommst du klar? Ja, sicher. Schützt meine Tochter, Andreas. Mit meinem Leben, Klaus. Versprochen. Also gut, suchen wir das Mithraeum. Schau mal schnell nach der Zeit. Eine Stunde. So, was mache ich jetzt? Andreas. Na gut, ich habe mit dir gerechnet, ne? Ich habe mit dir gerechnet, er hat sich jetzt offenbart, auch Magdalene zu schützen. Ich schau mal, wie weit die Reise noch geht. Das Rathaus, was machen wir hier? Als die Männer das Fundament ausgruben, fanden sie römische Ruinen, die im Laufe der Zeit verschüttet worden waren. Blindert hat nie Stein verschwendet, also benutzte er die römische Mauer für den Keller. Es gibt einen Weg hinein. Zu dem versteckten Ort. Geht es euch gut? Ja? Gut, in den Rathauskeller. Aus den Flammen. Ja, da ist schon wirklich alles gebrochen. Also gut, diese Wand ist anders. Bedeutet das, dass wir hier richtig sind? Nein, es gibt zwei Seiten, neu und alt. Das war früher oberirdisch. Es führte Wasser. Seht. Alles klar, ich denke, ich kann es entziffern. Cornelius geht heute ins Bad und vervollständigt die 6. Stufe im Mithraeum. Seht ihr? Nein, das sehe ich ganz sicher nicht, Andreas. Na hier. Warum hackt er jetzt die Wand ein? Ich denke, er hat einen Weg gefunden. Eine Warnung wäre schön. Oh, tut mir leid. Ich bin die Gesellschaft von Menschen nicht gewohnt. Das ist das Aquädukt. Das Aquädukt transportiert Wasser zu den Bädern und er denkt, so gelangen wir zum Mithraeum. Ganz genau. Er scheint ziemlich zuversichtlich zu sein. Wir wissen, dass es existiert. Ich weiß, wo es nicht ist. Ich glaube, es kann nur hier sein. Es muss in der Nähe der Bäder sein. Nun, ihr habt bereits ein Loch in die Wand geschlagen, also können wir genauso gut hindurchsehen. Nach euch bitte. Moment, wir ziehen.
Dieser Teil des Tunnels ist eingestürzt, so kommen wir nicht zum Mitreum. Diese Ruinen sind ein Labyrinth, viele Sackgassen. Jetzt wird's spannend. Die Dekoration, das müssen die Bärte gewesen sein. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen Weg hindurch. Schlick, die Überschwemmungen haben ihn hier heruntergetragen. Jahrhunderte voller Überschwemmungen. Was ist, wenn wir nicht durchkommen? Was, wenn es für immer begraben ist? Es ist noch zu früh, um so entmutigt zu sein. Lasst uns weiter suchen. Huch! Wieder Treppen. Nach unten könnte etwas unter den Bädern sein. Ein Hypokaustum. Es nutzt warme Luft, um die Räume darüber zu beheizen. Römische Kolonien im Norden hatten so etwas oft. Hoffentlich ist es nicht auf voller Schlick. Das ist möglich. Es ist nahe dran von der Perspektive. Mal schauen, ob es so in Ordnung ist. Im Licht. Wisst ihr, wo wir hingehen? Wo? Sie sollen den einfach in alle Richtungen labern. Andreas wird dort nachsehen. Ich werde versuchen, gerade geradeaus zu gehen. Natürlich. Jetzt steuere ich Andreas wieder. Habe ich etwas sein Gedächtnis? Ja. Nee. Das Einzige, was erbärmlicher war, als euch in diesem Strukturen arbeiten zu sehen, war. Das ist fertig, oder? Ich muss mal den Text unterstellen. Entschuldigung. Auge um Auge, Andreas. Ihr mögt mich verurteilt haben, aber damit habt ihr auch euer eigenes Urteil gefällt. Das war gut. Das Bild ist weg. Meister, warum habt ihr mich zurück in die Flammen geschickt? Oder bist selbst gegangen? Das ist ein Herzschlag, oder? Verlassen Andreas. Er müsste ihn für immer aufgeben. Aber wie? Was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Dies war einst ein Zufluchtsort für euch, Andreas. Aber es ist ein Gefängnis geworden. Ein Gefängnis, das ihr gebaut habt, um euch selbst zu schützen. Und vor Schmerzen, vor dem Risiko, vor dem Leben selbst. Aber ich kann nicht bleiben, ich muss Magdalena helfen. Wie komme ich hinaus? Andreas, ihr seid der Architekt. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Aber nur ihr kennt die Antwort auf diese Frage. Ach. So geht das. Nehmen wir das, ne? Hallo, Andreas. Bist du die Sabine? Ja, natürlich. Ich bin noch hier. Ein Teil von mir wird immer bei dir sein. Wir haben sehr lange nicht miteinander gesprochen. Warum? Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte.
bist vor dem Leben weggelaufen. Nichts entwickelte sich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Du bist vor den Menschen weggelaufen, die dich geliebt haben. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Liebe anfangen sollte. Ich war noch nicht bereit dafür. Ich weiß, und ich habe es dir nicht leicht gemacht. Es war schwer für uns beide. Ich gebe dir für nichts die Schuld. Und du solltest aufhören, dir selbst die Schuld zu geben. Es ist vielleicht zu spät für uns, aber nicht für dich, Andreas. Es ist nicht zu spät für Magdalene. Ja, Magdalene. Ich muss ihr helfen. Das kannst du, Andreas, aber du musst diesen Ort für immer hinter dir lassen. Ich weiß, ich kann das. Das werde ich. Das wirst du. Vielen Dank, Sabine. Werde ich dich jemals wiedersehen? Nicht an diesem Ort. Aber vielleicht eines Tages an einem besseren Ort. In einem besseren Traum. Er wird wohl nicht nach Nürnberg zurückgehen. Er hat es eigentlich komplett den Kasper noch verloren hat. Komm ich hier lang? Ja. Meister Andreas. Oh, Kasper. Ihr seid es wirklich. Es ist schön, euch wiederzusehen, Meister. Könnt ihr das sagen? Ihr seid wegen mir gestorben. Ich wollte euch nur helfen, Meister Andreas. Ihr konntet nicht klar denken. Ihr solltet euch nicht länger selbst die Schuld geben. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Ich habe euch im Stich gelassen. Ich konnte Peter nicht aufhalten, konnte Tassing nicht retten. Ich konnte nicht einmal mehr als ein paar Arme voll und voller Bücher retten. Ihr habt getan, was ihr konntet, Meister. Jeder weiß das. Und mehr kann keiner von uns tun. In Ordnung, Kaspar. Danke. Danke für alles, was ihr mir beigebracht habt. Ach, Kaspar. Moment, was ist passiert? Das war der Ausweg. Das Labyrinth hat sich umgebaut. Bevor ich mit Kaspar sprach, wusste ich, dass dies der Ausweg war. Euer Verstand kämpft gegen sich selbst, Andreas. Er erinnert sich an den Schmerz des Lebens. Er versucht, dich davor zu schützen. Beatrice? Ja? Ich dachte, ihr wärt fort. Ihr habt mich zurückgebracht. Oh. Und was mache ich jetzt? Ihr macht weiter. Ich suche einen anderen Weg. Was ist denn eigentlich der Ausgang? Ups. Ist egal. Hat seinen Verstand verloren. Wie soll es anders sein? Nee, hier geht's an. August. Du auch? Ich habe dein Gesicht so viele Nächte, so viele Jahre nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Ich weiß, ich hätte nichts dagegen tun können, aber dadurch fühle ich nicht weniger schuld. Sie ist immer da unter der Oberfläche, so sehr ich auch versuche, sie zu bekommen. Ein weiteres Pendiment. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich schon in Ordnung. Jetzt spricht er. Was? Es ist in Ordnung, Papa. Wirklich? Du musst dich nicht mehr hier verstecken. Ich habe Angst, August. Ich weiß. Aber deshalb kannst du nicht bleiben. Es gibt Menschen, die dich brauchen. Was ist, wenn ich ihnen nicht helfen kann? Das weiß ich nicht, Papa. Ich bin zu klein. Ich denke, das musst du selbst herausfinden. Natürlich. Du hast recht. Danke. Ich liebe dich, Papa. Ich dich auch. Gute Nacht, August. Gute Nacht. Haben sich wieder verschoben, die Wände. Es versucht immer noch, euch zu schützen. Nein. Nicht? Nein, ich meine, nein, ich muss das nicht tun. Das ist mein Verstand, mein Labyrinth und ich gehe jetzt. Gut.
Aber der nächste Teil könnte verwirrend sein. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts davon. Warum haltet ihr das Labyrinth? Zwei Dinge verschmelzen in eurem Geist. Ihr und alles in mir hat mehrere Ebenen, sogar unsere Erinnerung. Mit der Zeit werden die Fundamente begraben. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, wie wir hergekommen sind, geschweige denn daran, was vorher war. Und was war vorher? Unsere Dame, die über das Labyrinth wachte, die ich über euch wache. Und auch das hat Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichen. Es gab nicht immer eine Dame, die über das Labyrinth wachte, aber es gab ein Labyrinth. Was? Ich verstehe nicht. Also ganz kurz. Was wird alles sehen? Wie die Schichten freigelegt werden, wie das Labyrinth sichtbar wird nach und nach. Und sie hält den Kopf in der Hand der Statue. Mars Pater. Wir sind im Mithraeum. In der Mitte sieht man Mithras, wie er den Stier tötet. Wir sehen die widerstreitenden Prinzipien Sonne und Mond. Wir sehen den Wolf. Wir sehen Mars auf der linken Seite. Und wir sehen Diana auf der rechten. Und das Labyrinth. Was? Ich verstehe nicht. Schwester Amalie? Ist das echt? Bin ich noch in meinem Kopf? Ihr seid hier. Mit mir. Und hier ist es der Durchbruch zu ihrem Grab. Und wir sind hier im Geiste. Sind wir noch in den Ruinen? Wir befinden uns im Tabernakel, im Herz des Labyrinths. Euer Geist wanderte herum und der Herr brachte euch hierher. Aber ich verstehe nicht, wie habt ihr eure Zelle verlassen? Das habe ich nicht. Wir sind nur im Geiste hier, Andreas. Nee, das sind wir nicht. Da ist der Zugang. Ist es real? Erlebe ich endlich, wovon ich bislang nur in Aussagen von Mystikern gelesen habe? Ich habe euch vor langer Zeit gesagt, dass Lesen keine spirituelle Erfahrung vermitteln kann. Aber ja, das hier ist real und ihr braucht keine Angst zu haben. Habt Vertrauen. Wenn ihr hier bei mir seid, dann ist das der Wille des Herrn. Andreas, Schwester Amalie. Was macht ihr hier, Schwester? Das ist das Zentrum des Labyrinths. Der Tabernakel. Hierhin sendet nur der Herr meinen Geist, um seinen Willen zu erfüllen. Er hat auch eure Geister hierher geführt. Das muss einen Zweck haben. Nein, das ist nicht mein Geist. Ich bin durch das Aquädukt hergekommen, zu Fuß. Ihr seid verwirrt, Magdalene. Das ist verständlich. Meine eigenen Visionen haben mich mein ganzes Leben lang verwirrt. Auch wenn das hier seltsam erscheint, auch wenn es ein Ort des Geistes ist, so ist es doch sehr real. Der Herr ruft mich seit vielen Jahren an diesen Ort. Er hat mir immer seinen Willen kundgetan. Bald wird er ihn auch euch kundtun. Schwester, wie kommt euer Geist an diesen Ort? Durch die Tür zwischen Leben und Tod, das Grab. Wenn mein Geist den Ruf hört, steigt er durch mein Grab hinab. Hier sagt mir der Herr, welche Botschaften ich überbringen muss und an wen. Ihr überbringt Nachrichten? Ja, früher einmal, vor langer Zeit, war ich eine Schreiberin. Ich habe viele Werke der großen Kirchenärzte kopiert. Oh Gott, das stimmt alles. Vor allem Origenes. Oh Gott, aber das alles endete mit dem Feuer. Es endete mit meinem Leben. Die ist traumatisiert durch den Brand in ihrer... Wartet. Ich dachte, ich hätte die Feder für immer weggelegt, bis die Vision zurückkehrt. Ich dachte, ich hätte die Feder für immer weggelegt. Da ist sie. Amalie.
Nein. Als das Feuer meine Abtei raubte, konnte ich meine Schwester nicht retten. Nicht eine. Alles, was ich greifen konnte, war ein einzelnes Buch und ein Stoffball. Ich konnte nichts verstehen, warum Gott allein mich verschont hatte. Aber er hat es mir gezeigt. Gott hatte Höheres für mich vorgesehen, für meine Hand. Pater Thomas hat es mir erklärt, jetzt ist alles klar. Er sagt mir, was ich tun muss, was der Herr von mir will. Ihr wart es, die Nachrichten habt immer ihr geschrieben. Ich fand eine bei meinem Vater, als er angegriffen wurde. Schwester Amalie, ihr habt diese Leute dazu gebracht, einen Mord zu begehen. Was? Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Der Herr würde mich niemals für einen solchen Zweck benutzen. Beruhigt euch, Schwester, wir finden die Antwort. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte Amalie wollen, dass jemand stirbt? Nein, das würde ich nie tun. Das würde er nie tun. In seinen Botschaften war nie von Mord die Rede. Nein, 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 ich bin nicht hier. Das kann nicht wirklich passieren. Das kann nicht passieren. Ach, du Großmutter. Thomas. Schwester Amalie, psst, alles in Ordnung. Warte, Thomas, wie kommt ihr hier herunter? Tassing ist ein alter Ort. Er hat im Laufe der Jahrhunderte viele alte Straßen und Tunnel begraben. Menschen gehen jeden Tag über den versteckten Wegen, ohne es zu wissen. In Wahrheit war es Schwester Amalie, die sie zuerst wiederentdeckt hat und diesen Ort. Vater Thomas, habt ihr unter anderen Umständen wäre ich überglücklich, euch zu sehen, Andreas. Ich bin wirklich froh, dass ihr am Leben seid. Gott sei Dank. Aber ich denke, der Anlass dieses Wiedersehens bietet wenig Grund zur Freude. Ihr... Entschuldigung. Ihr und Schwester Amalie habt hinter all den Morden gesteckt. Nein, sie hatte keinen Anteil daran. Aber die Nachrichten, sie hat sie geschrieben. Schon, aber sie verstand ihren Zweck nicht. Ich habe sie angeleitet. Ich habe gesagt, was sie schreiben soll. Ihre Liebe und ihr Vertrauen für eure eigenen Zwecke missbraucht. Er, der dem Weg der Liebe folgen möchte, darf weder Kosten noch Scham scheuen. Nur Schmerz, er muss zu einem stehen, sogar ihren schrecklichsten Befehlen. Ich schäme mich, es zuzugeben. Aber ja, das habe ich getan. Wozu, welchem Zweck diente das alles? Blickt euch um, was seht ihr? Römische Ruine. Seht genauer hin. Es sieht aus wie die Statue des heiligen Moritz von der Wiese. Und die Bilder der heiligen Satya aus dem Schrein. Ich verstehe nicht. Es sind der heilige Moritz und die heilige Satya. Und Mars und Diana. Wie kann es beides sein? Als die Römer Tassing verließen, blieben ihre Gebäude, Tempel und Statuen zurück. Jahrhunderte später ließen sich hier Christen nieder. Sie fanden alte Fragmente der imperialen Herrschaft. Diese Statue von Mars, die einst über die römischen Felder gewacht hatte, stand immer noch dort, kopf- und namenlos. Die Siedler glaubten, es sei der heilige Moritz, der schon in ihrer früheren Heimat eine Legende war. Sie fanden die Schreine für Satya und weil sie nicht verstanden, dass sie ein Aspekt von Diana war, hielten sie sie für eine weitere lokale Heilige. Dann haben also die Menschen sie zu Heiligen gemacht. Heiligkeit und die Heiligen existieren außerhalb dessen, was die Menschen glauben, Magdalene. Menschen können niemanden zu einem Heiligen machen, genauso wenig, wie sie die Göttlichkeit Christi aufheben können. Aber sie wussten von den Heiligen und erfuhren die Legenden der Region, wandten sie auf die Figuren an, die sie hier fanden. Niemand wusste, dass sie römische Götter waren, weil es keine Aufzeichnung darüber gab, was die Römer hier getan und hinterlassen hatten. Bis auf die Historie Tassie. Aber die Historie Tassie war damals nicht bekannt.
Vielleicht war sie noch nicht einmal geschrieben. Wer weiß, wie lange dieses Buch verschollen war, bevor es seinen Weg zu Vater Matthias fand. Und ihr habt ihn dafür getötet. Ja, mit Gift. Niemand hatte einen Verdacht. Er starb an Gift und niemand hatte einen Verdacht. Dann muss es ziemlich subtil gewesen sein. Sein Tod kam unerwartet, aber mir hatte er als einzig mal anvertraut, was er in der Historia Tassie gelesen hatte. Als Vater Matthias erfuhr, dass es keine Beweise dafür gab, dass der heilige Moritz jemals nach Tassien gekommen war, dass ein Schrein auf der Wiese eine Statue von Mars war, die die Römer vor Jahrhunderten errichtet hatten, und dass die heilige Satya die römische Göttin Diana war, also beschloss er, sich damit zu befassen. Und ihr habt beschlossen, euch mit ihm zu befassen. Andreas, unsere Leute glauben an den heiligen Moritz. Sie glauben an die Wunder, die Gott durch seine Hand gewirkt hat. Und sie glauben an die Legende der heiligen Satya, dass sie Moritz geholfen hat und immer noch über Tassien macht. Und das war es wert, ihn abzutöten. Das glaubte ich damals, ja. Wenn der heilige Moritz nie in Tassien war, was ist dann in dem Reliquiar? Was besuchen die Pilger? Was bedeutet es für die Menschen, die zu ihm und zur heiligen Satya gebetet und geglaubt hatten? Ihre Gebete wären erhört worden. Was bedeutet das für die Kirche, die den Menschen Hoffnung gegeben hat, wie ein falscher Stern am dunklen Himmel? Wenn die Menschen Grund haben, an den Heiligen zu zweifeln, können sie dann auch an der Kirche zweifeln? Zweifeln sie dann auch am Evangelium, am Wort Gottes? Thomas, die Reformation ist 30 Jahre alt. Habt ihr so wenig Vertrauen in gewöhnliche Menschen, Vater Thomas? Ich vertraue auf Gott. Und ich habe selbst gesehen, was passieren kann, wenn Menschen den Kontakt zu unserem Gott verlieren. Wenn die Menschen glauben, dass jede gerechte Autorität falsch ist, dass ihre eigene Erziehung und Vernunft der göttlichen Wahrheit überlegen sind. Ihr habt uns immer gesagt, dass wir Christus aus freien Stücken annehmen müssen. Ja, natürlich, aber die Legende unserer Heiligen zu bewahren, stört nicht den individuellen Willen. Ihr bewahrt eine Lüge. Ich habe eine Lüge bewahrt, um die größere Wahrheit zu erleuchten. Seht immer wie erst. Gott hat die Welt so geliebt, so sehr geliebt, dass er für sie seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wir feiern noch Weihnachten, ne? Um das nicht zu vergessen. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr das wirklich glaubt, dann gehört euch das ewige Leben. Und Heilige sind unter uns gewandelt. Das ist. Und ihre Reliquien wirken Wunder. Das ist das, was die. Das erste ist lutherisch und das zweite ist katholisch. Und sie gehören unsere Gebete und antworten darauf. Und die beiden, die diese Stadt beschützen, waren niemals hier. Das müssen sie nicht wissen, Andreas. Es gibt Zeiten in diesen Bergen, da scheint Gott sehr weit weg von uns zu sein. Aber ein Bauer aus Tassingen kann auf einem Feld stehen, über unser Tal blicken und sagen, der heilige Moritz war hier. Gott war mit uns, er ist mit uns und er wird immer mit uns sein. Und das ist die Wahrheit, auch weil die Legende vom heiligen Moritz eine Lüge ist. So viele Menschen, und ihr denkt, das rechtfertigt das alles. Letztlich nicht, aber währenddessen hielt ich jeden Schritt für richtig. Ich habe mich geirrt. Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich wollte Leben retten, den Tod verhindern. Aber ein Mord hat das Problem nicht gelöst, richtig? Denn eines Tages tritt Baron Rotvogel mit einem weiteren Exemplar der Historie Tassie in die Stadt. Einem Exemplar, das er dem Abt versprach, damit Kirsau seine Vergangenheit verarbeiten konnte. Und wenn Vater gerne das gelesen hätte, hätte er dieselbe Gefahr dargestellt, die ihr in Vater Matthias gesehen habt. Im Nachhinein mögen meine Befürchtungen bezüglich Vater Gernots Leistung der Abtei unbegründet gewesen sein. Denkt ihr, es hätte ihn nicht interessiert? Ob es ihn interessiert hätte oder nicht, ich denke, dem Abt wäre mehr am Erhalt der Abtei gelegen gewesen. Aber da war auch der Baron selbst. Angesichts seiner Provokation hätte er es den Leuten sicher irgendwann gesagt. Ach, er hat so oft
den Disput gesucht. Aber warum dann Otto? Er hatte sicher nichts mit der Historietasse jetzt zu tun. Er konnte nicht einmal lesen. Am Ende veranlasste seine Ermordung Peter und die anderen dazu, die Abtei zu zerstören. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich habe Peters Zorn und die Frustration der Bauern unterschätzt. Ihr habt ihn also getötet, um einen Aufstand zu verhindern und stattdessen einen verursacht. Jemand anderes hat ihn getötet, genau wie jemand anderes Baron Rotvogel getötet hat. Und es ging nicht darum, einen Aufstand zu verhindern, sondern um ihn davon abzuhalten, den Menschen zu zeigen, was er gefunden hatte. Was er gefunden hatte, als er dabei half, das Fundament für das Rathaus auszuheben. Oh Gott, es war nicht G. Es ging nie um das Buch. Etwas von unseren heidnischen Vorfahren. Nein, nicht ganz so alt. Er fand einen steinernen Kopf. Der fehlende Kopf der Statue auf der Wiese. Der Statue am Schrein des heiligen Mords. Wie kam er dorthin? Die wahrscheinlichsten Schuldigen sind Regen, Überschwemmungen und die Zeit. Der schwarze Till hat mir erzählt, dass Bauern jedes Jahr alte Werkzeuge und Töpferwaren auf den Feldern finden. Ja, und dieser Kopf blieb jahrhundertelang verborgen. Es lag in der Erde. Er lag in der Erde, bis Otto ihn fand. Und er hätte allen mit seiner Entdeckung gezeigt, dass Gott die Stadt begünstigt hatte. Was Otto nicht wissen konnte, war, dass die Statue unseres Schreins nicht den heiligen Moritz darstellt, sondern Mars. Weil Otto die auf dem Helm eingravierten Worte nicht lesen konnte, Mars Pater. Aber der Mann, dem er diese Information anvertraute, der Priester der Stadt, konnte es, ja. Und ihr habt ihm gesagt, er soll euch in der Johannisnacht im Rathaus treffen. Ich konnte nicht zulassen, dass er den Glauben unserer Stadt zerstörte. Und ihr habt die arme Schwester Amalie aufschreiben lassen, was ihr als Vision eingeredet hatte. Visionen, an die sie sich nicht erinnern konnte. Und ließ die Nachrichten mitten in der Nacht an Guy, Hannah und Martin überbringen. Damit einer von ihnen Otto ermordet, so wie jemand Lorenz ermordet hat. Was ist mit meinem Vater? Tut mir leid, Magdalena. Warum habt ihr das getan? Das ergibt doch keinen Sinn. War es wegen des Wandbilds? Ja. Klaus verfolgte das Projekt mit der Entschlossenheit eines schuldigen Mannes, der Buße tut. Er grub und grub weiter nach Antworten über Tassings Vergangenheit, Kirsaus Vergangenheit. Ich hatte Angst, dass er früher oder später darauf stoßen würde. Auf Moritz, Satya. Diesen Ort, alles. Als habt ihr versucht, ihn zu töten. Nein, ich habe versucht, ihm Angst zu machen. Zuerst mit der Nachricht, aber er hat sie ignoriert. Ich dachte, wenn ich die Werkstatt durchwühle, schreckt ihn das ab. Ich hatte nicht so bald mit ihm gerechnet. Es war ein Unfall. Es war kein Unfall, er hätte ihn fast getötet. Ich weiß. Also, was werdet ihr jetzt tun? Mich töten, Magdalena töten? Nein, natürlich nicht. Ich habe weder die Mittel noch den Willen dazu. Aber selbst wenn ich euch nicht davon abhalten kann, den Leuten zu erzählen, was ich getan habe, kann ich sie davon abhalten, diesen Ort zu finden. Oh Gott. Nein, Vater Thomas, haltet ein. Es ist zu spät für mich, aber noch kann ich die Geheimnisse von Tassing mitnehmen. Da reißt die Säule ein. Vater, ihr werdet uns alle töten, ihr werdet Amalie töten. Dann geht und nehmt sie mit. Ihr könnt den Stadtbewohnern sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr hier bleibt, werden wir gemeinsam sterben. Ihr würdet euch wirklich umbringen und die Kirche zerstören, nur um dieses Geheimnis zu verbergen? Kirchen können leichter wieder aufgebaut werden als der Glaube. Ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und er zahlt den Preis. Der Krieg zum Präventiven. Aber geht. Sinnlos. Geht es euch gut? Ich denke schon, und ihr? Ganz ehrlich, nein. Aber ich habe überlebt. Und sie auch. Das müssen sie in der goldenen Hand gehört haben. Das
die ganze Kirche einstürzt? Das hoffe ich. Was werden wir ihnen sagen? Was meint ihr? Über das hier? Über alles? Warum erzählen wir ihnen nicht einfach die Wahrheit? Aus dem gleichen Grund, aus dem Vater Thomas es geheim gehalten hat. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich weiß, dass mein Verstand nicht gesund ist, aber hört mir einfach zu. Was nützt es, allen vom heiligen Moritz und der heiligen Satya zu erzählen? Vielleicht hatte Vater Thomas zumindest damit recht. Vielleicht würde es ihren Glauben zerstören. Ich denke, er hat Unrecht. Ich denke, die Menschen hier haben genug Glauben, um die Wahrheit zu hören. Ihr kennt sie besser als ich. Zumal ich so lange weg gewesen bin. Ihr seid nach all der Zeit zurückgekommen, um die Sache zu lösen, aber es fällt schwer, das Gefühl zu haben, dass wir tatsächlich etwas erreicht haben. Ist unsere Lage jetzt besser als heute Morgen? Vater Thomas wird niemandem mehr schaden können. Vielleicht hätte er das auch nie getan. Ich denke, ihr habt recht, wir sollten es ihnen sagen. Über die Heiligen, die Römer, über alles. Ich hasse es, dass es sich so schrecklich anfühlt, das Richtige zu tun. Es tut mir leid. Mir auch, aber ich denke immer noch, dass wir genau das tun müssen. Dann erzählen wir es ihnen. Gut. Wir sollten Schwester Amalia an einen warmen Ort bringen. Wir können sie zu mir nach Hause bringen. Ihr habt wahrscheinlich einiges zu erklären. Sehr viel sogar. Es hat lange gedauert. Ich bin froh, dass ihr nicht in diesem Feuer gestorben seid. Ich auch. Frohe Weihnachten, Andreas. Frohe Weihnachten. Ach. Ein tolles Spiel. So ein tolles Spiel. Oh. Magdalene, du bist zurück. Andreas und Schwester Amalia und ich, wir haben es alle geschafft. Schwester Amalia? War sie in der Kirche? Ich hörte einen schrecklichen Lärm und das Haus bebte. Ist alles in Ordnung? Ich glaube nicht, Papa, aber alles wird gut. Kommst du zurecht, Papa? Ja, es tut mir leid. Ich bin nur müde. Setz dich zu mir, erzähl mir, was passiert ist. Ach, das ist schön. Ich glaube, Andreas ist immer noch ein bisschen verrückt. Er schwang eine Breithacke ohne Vorwarnung direkt an meinem Kopf vorbei. Also gingen wir in das Aquädukt. Der Abschnitt, den wir gefunden haben, muss seit Jahrhunderten abgeriegelt gewesen sein. Wir haben ein altes römisches Badehaus gefunden. Wir konnten nicht durch, als suchten wir uns einen Weg ein Stockwerk tiefer unter den Bädern. Ich glaube, Andreas hat gesagt, es sei ein Hypokaustum. Andreas und ich wurden getrennt. Ich hatte wirklich Angst. Ich hätte ihn verloren und wir hätten uns beide dort unten verirrt. Aber dann hörte ich seine Stimme in der Ferne und war sehr erleichtert. Vater? Hörst du noch zu? Klaus. Das ist das letzte Opfer von Thomas. Großer Sprung ins Frühjahr, es könnte Ostern sein, es kommt ein bisschen aufs Kirchenjahr an, weiß man nicht. Es ist schwer, ich weiß, aber es erlebt noch und geht gut, oh Gott. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, wie schwer es ist. Aber wir werden alle unser Bestes tun, damit du dich willkommen fühlst, wenn du hier ankommst. Der Gedanke ist seltsam, dass dies wahrscheinlich der letzte Brief sein wird, den ich dir sende. Also beende ich ihn mit lieben Grüßen. Esther. Schön, Magdalene geht nach Prag. Magdalene?
1544. Ja? Entschuldige die Störung, aber ich wollte euch wissen lassen, dass alles in Ordnung ist. Balthas hat dafür gesorgt, dass alle finanziellen Angelegenheiten erledigt werden. Das Geld wird euch über die Reichspost zugeleitet, sobald es geregelt ist. Ich weiß es zu schätzen. Bitte dankt ihm in meinem Namen. Dankt ihm für alles. Natürlich, Fräulein Trugerin. Ich kannte euren Vater nicht gut, aber ich weiß, dass ihn alle, die von ihm sprachen, sehr geschätzt haben. Anscheinend hat Hassing durch diesen einen Mann gleich viele Dinge verloren. Es tut mir sehr leid. Danke. Viel Glück für euch. Okay, sie verkauft alles. Ich kann nur nach draußen gehen, das Bild. Seid ihr sicher, dass ihr alles habt, was ihr braucht, Magdalena? Ich denke schon. Vielen Dank. Ich habe etwas für euch, das ihr mit auf die Reise nehmen könnt. Es besteht aus Kamille, Zimt und Weizenmehl. Wenn ihr auf Reisen einen Krampf bekommt, ich weiß, ich werde es benutzen. Nun, in Hildegards Rezept standen nur Kamille und Weizenmehl. Den Zimt habe ich für den Geschmack hinzugefügt. Es tut mir so leid, dass mit eurem Vater passiert, was mit eurem Vater passiert ist. Danke. Mutter Franziska hat uns alle für ihn beten lassen und für euch, als sie hörte, dass ihr geht. Wirklich, das ist so süß. Bitte dankt ihr für mich. Ja, für mich. Das werde ich. Wir alle werden euch sehr vermissen, Magdalena. Ich werde euch auch vermissen. Gott segne euch. Gute Reise. Veronika. Magdalena, ich kann nicht glauben, dass ihr wirklich geht. Ich werde euch alle sehr vermissen. Ihr solltet mich besuchen. Die Jungs werden euch noch mehr vermissen. Zumindest einer. Oh, nett nicht. Er setzt ihm wirklich zu, obwohl er nicht den Anschein hat. Er wird schon bald über mich hinwegkommen. Vielleicht, aber ihr seid ein besonderes Mädchen, Magdalena Trugerin. Ich verstehe, worum ihr geht. Gott weiß, dass ihr einen guten Grund habt. Aber Tassin wird ohne euch nicht mehr dasselbe sein. Gute Reise und Gottes Segen. Da ist er dann jetzt. Und die eingestürzte Kirche. Oh, hey, Max. Ach, jetzt. Es tut mir wirklich leid um meinen Vater. Er war immer nett zu mir. Meine Mutter sagt, er war ein guter Mann. Er war ein guter Mann. Danke, ich sollte aufpassen. Max. Magdalena, seid ihr sicher, dass ihr mich nicht heiraten wollt? Dafür ist es ein bisschen spät, finden wir nicht. Doch. Ich wollte mich einfach nicht den Rest meines Lebens fragen müssen, ob ich hätte fragen sollen. Versteht ihr? Kümmert euch um eure Mutter jetzt. Matthias? Okay, die eingestürzte Kirche, ja. Guten Morgen, Fräulein Druckerin. Recht ihr bald auf? Ja, Vater, ich nehme nur noch von einigen Abschied. Natürlich ist es mir leid, dass ich keine Chance hatte, euch oder euren Vater kennenzulernen. Gott schenke seiner Seele Frieden. Mir tut es auch leid. Lasst euch von diesem Boden bloß keine ketzerischen Ideen in den Kopf setzen. Sobald ihre schädlichen Samen Wurzeln geschlagen haben, können sie den Glauben in euch ersticken. Ich weiß nicht, Vater. Sie sollen einige interessante Ideen haben. Merkt auf, junge Dame, nur weil ich neu hier bin, heißt das nicht, dass ihr mich necken solltet. Gott segne euch, Vater, alles. Gott segne euch in eurer Reise. Amalie. Gott segne euch, Schwester Amalie. Reist ihr heute ab? Ja, ich gehe nachher nur noch mal hinauf zur Mühle. Mir tut es alles sehr leid. Ich weiß, jetzt ist alles in Ordnung. Danke für eure Hilfe. Wisst ihr schon, was ihr jetzt tun werdet? Werdet ihr erneut eine Inklus? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Vater Elias versucht mir zu helfen, aber ich muss lange nicht mehr auf mein eigenes Urteilsvermögen zu verlassen. Es wird lange dauern, bis ich für meinen Anteil an den Vorfällen gebüßt habe. Vielleicht den Rest meines Lebens. Gott weiß, dass ihr keinen Schaden anrichten werdet. Ja, schon. Aber dennoch wurde Schaden angerichtet. Ich schreibe einen Bericht über alles, was hier passiert ist. Das heißt, so gut ich mich daran erinnern kann. Wenn es nicht ausreicht, um Vergebung zu erlangen, bete ich, dass es zumindest diese Geschichte große Finsternis leuchtet.
Gut, die Erinnerung sollte bleiben. Gott segne euch, Schwester Amalia. Gott segne und beschütze euch auf euren Reisen, Magdalena. Kann ich eigentlich noch... ins Rathaus gehen? Wie wär's denn? Ich kann nicht ins Rathaus. Ich kann mir nicht mal das Landbild selber anschauen. Was ist das denn? Aber Amalia, schön, das freut mich. Else. Magdalene, wo hast du das? Ja, es ist Zeit für mich zu gehen. Gut. Geht, bevor diese verfluchte Stadt euch verschlingt. Passing wird euch nur Schmerz und Elend bringen. Else, ich hoffe, dass ihr eines Tages einen Weg aus eurer Trauer finden werdet. So Gott will, obwohl ich daran zweifle. Passt auf der Straße auf, die Zeiten sind immer noch gefährlich. Wir kommen schon zurecht. Kümmert euch um eure Familie. Paul, Anna, eure Enkelkinder brauchen euch immer noch. Ich werde tun, was ich kann. Sie sind das Wenige, das ich noch habe. Ohne sie schon gut. Viel Glück, Magdalena. Ach, das ist Andreas. Seid ihr sicher, dass ich gut aussehe? Natürlich, Andreas. Es sieht vollkommen respektabel aus. Ein bisschen lädiert vielleicht, aber viel besser als vorher. Es war freundlich von Frauen, mir beim Waschen zu helfen. Ich fürchte, ich hatte vergessen, mich um mich selbst zu kümmern. Manche würden sagen, dass ihr euch nachgerade bewundernswert um euch selbst gekümmert habt. Wie viele Männer hier hätten in einem ausgebrannten Keller fast 20 Jahre lang überlebt? Noch dazu von unserem weggeworfenen Rocken als einzigem Nahrungsmittel. Es tut mir leid. Andreas, wir haben es euch schon gesagt, jetzt ist alles in Ordnung. Magdalene. Hallo Magdalene. Brecht ihr bald auf? Hallo, ja, ich fahre mit eurem Mehl nach Mittelwald und dann die Isar hinunter. Ich sehe euch ungern gehen, Magdalene. Aber ich hoffe, Prag ist alles, wovon ihr geträumt habt. Wenn die Stadt nur halb so großartig ist, wie Esther sie beschreibt, werde ich es mit Sicherheit lieben. Ihr habt doch die Chance, euer eigenes Leben zu führen. Gott weiß, dass ich große Teile von meinem verschwendet habe. Nutzt die Zeit, die ihr habt, und nutzt sie gut. Das werde ich. Ich weiß nicht wie, aber das werde ich. Ich wünschte, er hätte es sehen können, Andreas. Ich weiß. Er hätte es gehabt. Hoffentlich. Ich weiß es. Es ist großzügig von euch, das zu sagen. Wir alle brauchen Worte der Ermutigung und außerdem ist es die Wahrheit. Magdalena. Ich wollte euch wegen des Wandbilds fragen, bevor ihr geht. Ich dachte, das würde die ganze Wand bedecken. Warum habt ihr einen Abschnitt leer gelassen? Für die Zukunft. Es sei denn, die Geschichte von Tassing bleibt in dem Moment stehen, in dem ich wegfahre. Ich denke, euer Wagen bricht gleich auf. Aber tatsächlich, die Zeit des Abschieds ist immer zu kurz. Danke für alles, was ihr für mich und meine Familie getan habt. Gott segne euch, Andreas Mahler. Andreas, geht es euch gut? Ich habe mich verirrt. Schon in Ordnung. Ihr könnt gerne so lange bei uns bleiben, wie ihr wollt. Außerdem könnt ihr noch nicht gehen, die Kinder brauchen euer Fachwissen. Wo? Oh? Sie sind oben auf der Mühle, auf dem Laufgang. Das Abendessen wird bereitstehen, wenn ihr fertig seid. Denkt daran, dass ihr in unserem Haus immer willkommen sein könnt. Danke. Andreas. Aber ich will nicht weiterspielen. Das Spiel ist gleich vorbei. Und ich habe das Wandbild nicht gesehen. Warum? Ach, das ist süß. Ulrike und Andreas. Mann. Elend.
Mann, die Abtei und die Kirche spielen keine Rolle. Das ist da. Das ist da. Und krachen die Fliegen. Schaut. Und das war die Geschichte. Das war Pentiment. Ach, großer Gott, und da hinten ist das mein Bild. Auf den Bildern entdeckt. Wo ist Magdalene? Ursula ist ins Feuer gegangen. Ach. Bei Watzlaw wundert mich das nicht. Stimmen ohne Musik. Da kann ich mich aber ein bisschen größer machen.
Was für ein Spiel. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Was für ein tolles letztes Kapitel. Wir sind jetzt 2 Stunden dran, aber der Weg über Weihnachten, die Rückkehr von Andreas, die Entdeckung des Mithraeums, das Aufdecken der Wahrheit und schlussendlich dieses tolle Wandbild. Was für ein großartiges Spiel. Das muss ich wirklich erstmal sacken lassen. Ja. Und damit bin ich erstmal raus für heute. Und schließe vielleicht nochmal eine ganz kurze Folge an, wenn ich jetzt ein wenig über Pentiment nachgedacht habe. Also hier ist ein ganz großes Stück Software entstanden. Also mit einer Geschichte, die man vielleicht nicht besser hätte in einem Videospiel erzählen können, mit der Kombination der visuellen Darstellung, also der Handschriften, der Drucker auf der anderen Seite, dieser unnachahmlichen grafischen Gestaltung, an die man sich jetzt schon gewöhnt hatte. Ja? Absolut großartig. Gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und es regt zum Nachspielen, zum Mitspielen an. Mich würde noch interessieren, wie die anderen Wandbilder ausgesehen hätte, aber das müsste man jetzt alles nochmal tatsächlich von der ersten Entscheidung, die Magdalene trifft, das auf das Wandbild zu bringen, müsste man jetzt nochmal nachspielen. Das mache ich nicht. Stattdessen bin ich raus für heute Abend. Ich lasse den Abstand noch laufen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nochmal in einem kurzen Roundup. Und Wrap-up. Zu der Story des Spiels und zu diesem Ende. Großartig. Spielt Pentiment. In diesem Sinne. Ciao. Jetzt mache ich doch nochmal ganz kurz das Mikro auf und jetzt haben wir hier die Referenzen, die Texte, mit denen sie gearbeitet haben. Unglaublich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Der Klassiker der 90er, Thank You for Playing.
Das war mir ein großes Vergnügen.